So, hallo, ja, wie jedes Jahr ist auch dieses Jahr das Unausweichliche passiert. Ja, der Sommer ist jetzt endgültig vorbei und nach dem Herbst kommt schneller als uns lieb ist dann auch der Winter. Und die Wintersportfreunde, die freut es wahrscheinlich, aber dann, wenn man so daheim hockt und alles ein bisschen dunkel und kalt ist, dann ist das doch nicht so ideal und daher bauen wir uns jetzt einen Teelichtofen. Also das ist hier so ein kleiner Ofen, den betreibt man mit Teelichtern, stellt ihn zum Beispiel auf den Tisch und den kann man mit ganz einfachen Mitteln selber bauen. Das meiste hat man wahrscheinlich auch schon zu Hause. Fairerweise muss ich allerdings dazu sagen, die Idee ist nicht von mir, die habe ich mal im Internet irgendwo gesehen. Wenn ich die Original-Homepage, wo das war, nochmal finde, verlinke ich die unten in der Beschreibung. Ansonsten, ja, schauen wir mal, was wir dafür brauchen. Als erstes brauchen wir mal das Grundmaterial und das sind Fliesen. Also ganz normale Badezimmerwand oder auch Bodenfliesen. Es ist eigentlich egal, ob die quadratisch oder irgendwie ein bisschen länglich sind. Hier bei dem Ofen habe ich quadratische genommen und ich zeige euch jetzt mal, wie man aus länglichen einbaut. Wenn ihr quadratische Fliesen habt, ist es ein bisschen einfacher, weil ihr müsst dann wirklich nichts zuschneiden. Bei nicht quadratischen Fliesen müsst ihr drei davon zuschneiden. Als nächstes brauchen wir irgendwas, um das Ganze hier zusammenzupappen. Und dafür nehmen wir ganz einfach Silikon, aber nicht irgendein Silikon, sondern solches Hochtemperatursilikon. Das hier ist zum Beispiel bis 315 Grad geeignet. Das reicht völlig aus. Der einzige Nachteil bei dem Silikon ist, man bekommt es nicht unbedingt in der Farbe, wo man will, weil meistens hat jeder Hersteller nur eine Farbe pro Sorte. Und ja, das hier ist jetzt zum Beispiel, vielleicht sieht man es hier, rot. Und ja, je nachdem, was für eine Fliesenfarbe man hat, also man helle Fliesen hat, dann stört das dann doch ein bisschen. Ansonsten, ja, ich habe hier noch ein anderes. Das ist auch Hochtemperatursilikon. Bis 1500 Grad geeignet, das ist schwarz. Als nächstes braucht ihr natürlich noch sowas hier, das ist eine Silikon-Kartuschenpistole, gibt es für ein paar Euro im Baumarkt, wenn man die noch nicht hat. Und dann braucht man auch noch eine Schüssel mit Wasser, in das Wasser kommt ein bisschen Spülmittel, damit kann man das Silikon nachher zum einen wegwischen, wenn es irgendwo hintropft und man kann das auch damit verarbeiten. Man nimmt zum Beispiel Finger und dann kann man damit das Silikon glatt streichen oder man hat sowas hier, das sind solche Verfugungshilfen, gibt es von verschiedenen Herstellern, so ein Stück Gummi, damit kann man auch die Fugen glatt streichen. Und wenn ihr jetzt keine quadratischen Fliesen habt, müsst ihr die wie gesagt zuschneiden, dafür braucht ihr irgendeine Art Fliesenschneider und die günstigste Möglichkeit ist hier so ein Glasschneider, gibt es für ein paar Euro im Baumarkt und wie ihr den benutzt, zeige ich euch auch gleich. Aber jetzt noch mal ganz kurz was zum Silikon. Also das Silikon braucht laut Herstellerinformation eine Woche zum vollständig Aushärten. Das heißt natürlich nicht, dass das Projekt eine Woche braucht, also ihr könnt damit rechnen, dass ihr das an ein bis zwei Tagen macht. Die einzelnen Schritte, die ich euch gleich zeigen werde, die sind immer mit einem Zeitunterschied von ein bis zwei Stunden gemacht. Man muss halt schauen, wann das Silikon ausreichend getrocknet ist, dass man weitermachen kann. Und bevor ich es vergesse, ihr braucht 8 Fliesen an der Zahl. Wenn ihr hier diese länglichen Fliesen habt und die zuschneidet, könnt ihr auf eine verzichten. Also ihr braucht dann nur 7 und könnt aus den Resten die letzte Fliese ersetzen. Das zeige ich euch dann gleich, wenn ich euch zeige, wie ihr den Ofen baut. Solltet ihr keine quadratischen Fliesen haben, müsst ihr die wie gesagt zuschneiden. Nehmt dazu einfach eine andere Fliese als Vorlage. Zeichnet eine Linie auf die Fliese und fahrt diese mit viel Druck mit eurem Glasschneider ab. Ihr braucht je nachdem, wie der Ofen nachher aussehen soll, 2 bis 3 so zugeschnittene Fliesen. Danach nehmt ihr einfach irgendwas Rundes, wie zum Beispiel einen Stift, legt die Fliese drauf und zack, schon ist die Fliese zugeschnitten. Nehmt dann Schmirgelpapier oder eine Feile, um die Kanten etwas abzurunden, weil die sind dann schon recht scharf. Nach dem Zuschneiden habe ich damit begonnen, die Kante rechts und links von einer quadratischen Fliese mit Silikon einzustreichen und habe dann auf der einen Seite angefangen, eine längliche Fliese auf das Silikon zu setzen, habe dann eine Wasserflasche genommen, um das Ganze zu fixieren, während das trocknet und dann mit einem Winkelmesser gecheckt, ob der Winkel auch wirklich 90 Grad beträgt. Danach dasselbe mit der anderen Seite, also auch wieder draufsetzen, mit einer Wasserflasche fixieren und dann auch nochmal checken, ob der Winkel passt. Damit das Ganze nicht verrutscht, kann man die Reste vom Zuschneiden der Fliese nehmen und die oben drauflegen, so bleiben die Wände gerade. Nachdem das Silikon dann angetrocknet war, habe ich meine Fugenschablone genommen, habe geschaut, wie groß die Fuge werden soll, habe das Ganze nochmal ein bisschen angefeuchtet mit dem Spülmittelwasser und die Fuge dann mit dem Silikon aufgefüllt.
Danach habe ich dann die frische Fuge mit meiner Fugenschablone glatt gezogen. Als nächstes habe ich den Abstand von ca. 6 cm auf einer weiteren Fliese markiert und habe deren Kanten dann bis zu diesem Abstand ebenfalls mit Silikon eingestrichen. Mit der rechten Fliese als Unterlage habe ich dann vorsichtig die im vorhergehenden Schritt zusammengeklebten Fliesen auf dem Silikon platziert und da das Ganze auch ohne Trocknen lassen recht stabil war, konnte ich damit beginnen, die Fuge aufzufüllen und dann glatt zu ziehen. Nachdem das Silikon getrocknet war, habe ich dasselbe mit einer weiteren Fliese wiederholt und habe die auf die Oberseite draufgeklebt, habe dann die Abstände kontrolliert und anschließend die Fugen aufgefüllt und glatt gezogen. Für den nächsten Schritt dürfen die Silikonfugen noch nicht angetrocknet sein. Ich habe dann, wie hier im Video gezeigt, die oberen Kanten mit Silikon eingestrichen. Danach habe ich überprüft, wie herum eine der quadratischen Fliesen in diese Lücke passt und habe die dann ganz vorsichtig reingedrückt. Und da die Fliesen meistens etwas zu groß sind, darf das Silikon, wie gesagt, noch nicht angetrocknet sein. Als letztes ist die Platte oben auf dem Ofen dran. Hier kann man eine quadratische Fliese oder wie ich die Reste vom Zuschneiden nehmen. Dann ganz einfach die Kanten mit Silikon einstreichen und abschließend die Fliese oder Fliesen, je nachdem, in das Silikon reindrücken. Wenn der Ofen dann fertig ist, müsst ihr noch mal ein bisschen warten. Ihr müsst das Silikon vollständig aushärten lassen. Dazu schaut einfach mal auf die Verpackung vom Silikon, habe ich vorhin schon gesagt. Da steht drauf, wie lange es braucht, bis es vollständig ausgehärtet ist. Und da wir hier dann doch eine recht stabile Konstruktion brauchen, schaut einfach, was so die maximale Zeit ist, die drauf steht. Bei meinem stand zum Beispiel drauf, ja, für eine Backofenscheibe braucht es eine Woche. Und wenn der dann ausgehärtet ist, nehmt einfach Teelichter, stellt sie hier unten an den Rand, zündet sie an und lasst den mal eine Weile ausdunsten, also bei einem gut gelüfteten Raum, damit so die ganzen Dämpfe noch rausgehen, weil das ist ja auch nicht unbedingt Aromatherapie, wenn ihr das Silikon verdampft. Apropos Aromatherapie, ihr könnt auch hier einfach mal so einen alten Teelichthalter nehmen, also einen leeren Teelichthalter, macht das ganze alte Wachs raus, nehmt euer Lieblingsduftöl und tropft einfach mal hier so ein paar Tropfen von dem Duftöl rein. Und wie ihr in der Anleitung gesehen habt, habe ich hier auf die letzte Fliese verzichtet und habe hier oben diese Verbindung mit zwei Fliesenstücken gemacht. Da kann ich dann ganz einfach in die Mitte auf die heiße Platte, also die Platte, wo hier oben ist, das ist wirklich die Platte, wo am heißesten ist, mein Teelicht mit dem Duftöl draufstellen und dann verdunstet das langsam. Das Wasser ist wichtig, weil das Öl schwimmt auf dem Wasser, verdunstet dann langsam aus dem Wasser raus und brennt nicht unten an. Ansonsten, ja, was leistet eigentlich dieser Ofen? Also, je nachdem wie groß eure Wohnung ist, könntet ihr natürlich nicht damit heizen. Wenn man natürlich jetzt so ein 15 Quadratmeter Studentenwohnheim hat, ja, dann kann es vielleicht schon sein, dass man damit die Temperatur ein bisschen anheben kann. Aber ansonsten, ja, ist es einfach nur schön, um es ein bisschen auf den Schreibtisch zu stellen. Und natürlich hängt auch die Leistung davon ab, wie viele Teelichter man reintut. Da muss man allerdings dann aufpassen, wenn man zu viele Teelichter reintut, kann es passieren, dass dann der Boden doch recht heiß wird. Also normalerweise wird der Boden nicht so heiß, dass es irgendwie eine Gefahr darstellen würde. Aber wenn man viele Teelichter reintut, dann kann es sein, dass auch diese unterste Fliese heiß wird und dann muss man irgendwie was Feuerfestes drunter stellen, was ich aber sowieso immer empfehlen würde. Und um euch mal zu zeigen, wie heiß so ein Teelichtofen wird, habe ich mal beide Öfen schon eine Weile brennen lassen und habe hier mein Infrarotthermometer, mit dem messe ich jetzt mal, wie heiß die Öfen werden. So, ich messe einfach mal den kleinen, hier vorne diese Platte. Und die wird immerhin 68 Grad warm. Und bei dem größeren Ofen wird dieselbe Stelle, was so ungefähr die heißeste Stelle ist, immerhin noch 55 Grad warm. Also, dass der ein bisschen kälter ist, liegt daran, dass er genauso wenig Teelichter verwendet wie der kleine, aber ein bisschen größer ist. Also, wenn ich jetzt hier ein fünftes Teelicht zustellen würde, würde der auch viel heißer werden. Und was ich jetzt auch noch zeigen werde, ist die Platte hier oben. Das ist wirklich die heißeste Stelle. Daher habe ich auch, wie in der Anleitung gezeigt, hier keine komplette Platte oben montiert, sondern einfach nur zwei kleine. Die sind schon notwendig, also man könnte sie auch weglassen, aber sie tragen zur Stabilität bei und helfen auch, dass man nicht oben auf den Ofen draufkommt, weil die Platte schon recht heiß ist. Da haben wir immerhin 75 Grad, wobei ich habe so einen Ofen auch schon auf 100 Grad gekriegt, also das ist überhaupt kein Problem. Kommt auch immer auf das Teelicht an, was ihr verwendet und wie viele Teelichter. So, und jetzt wisst ihr, wie ihr euch so einen Teelichtofen bauen könnt. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss!